Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute mit dem Thema die Befreiungskriege und der Wald der Empfindung. Ich schließe an bei Video 18, die Französische Revolution, und bei Video 17 über Kant, John Rawls und die Vernunft. Frankreich hatten wir verlassen im Jahre 1794. Wir haben gesehen, Robespierre wurde selbst geköpft. In den Zeiten des Terrors, der Tod Robespierres war der Ende des Terrors, der Ende der Tempel der Vernunft, der Vergötterung der Vernunft, und mit Napoleon, der dann sich zum ersten Konsul machte, 1799, endet sozusagen die Phase der wilden Revolution in jedem Falle. Er sagte: Bürger, die Revolution ist zu Ende, sie ist dorthin zurückgekehrt, woher sie gekommen ist. Bedeutet also, die Ziele der Revolution sind erreicht, jetzt gilt es wieder Ordnung herzustellen. Das Schlechte ist sozusagen rausgeschnitten aus der Gesellschaft, aber die Gesellschaft als solches muss nun weiter ordnungsgemäß, ohne Terror und ohne fortdauernde revolutionäre Aktivitäten weiter funktionieren oder wieder funktionieren. Napoleon war eben der General der Französischen Revolution, so kann man sagen, und auf seinen Eroberungszügen, das heißt eigentlich eher waren es Verteidigungszüge, denn außenrum, hatte ich euch ja erzählt, rund um Frankreich waren die ganzen Könige, absolutistische Könige, und die wollten natürlich in Frankreich einmarschieren, um sozusagen das abschreckende Beispiel der Französischen Revolution ja nicht auf ihr eigenes Land überschwappen lassen. Also Italien-Feldzug 1796, Ägypten-Feldzug 1798, dann 1800 wieder Italien, auch wieder immer gegen Österreich. Er hat dort die Schlacht bei Marengo geführt, ich hatte euch im Gardasee-Video darüber erzählt. Und 1801 erneut gegen Österreich, 1803 verkauft er Louisiana an die USA. Das wäre jetzt wieder ein Bezug zum Beispiel zu dem Video über Friedrich den Großen und den Siebenjährigen Krieg. 1805 besiegt er wieder als Kaiser Österreich, und 1806 gründet er mit 16 Ländern den Rheinbund, alle außer Preußen und Österreich sind da dabei. Während dieses permanenten Kampfes, den Napoleon mit seiner Armee geführt hat, exportierte er sozusagen im Schlepptau seiner Armee ein bürgerliches Gesetzbuch, den Code Civil, Code Napoleon, die Gedanken der Gleichheit, des Schutzes des Eigentums, die allgemeinen Grundrechte, Bildungswesen und Verbesserung des Steuersystems. Das alles hatte Napoleon sozusagen im Gepäck, und damit reformierte er grundlegend insbesondere das Heilige Römische Reich, also Deutschland in der damaligen Zeit mit seinen ganzen kleinen Fürstentümern, Herzogtümern und Grafschaften und einschließlich kirchlichen Ländereien. Dort, wo Napoleon dann zugange war, insbesondere rund um den Rhein herum, dort schaffte er mit seinen Verwaltungsverbesserungen, mit seinen vernunftorientierten Staatsführung, verbesserte er die Bedingungen für das Aufkommen des Bürgertums, des Kapitalismus, des Austausches von Waren und Gütern und Ideen, und trug damit sozusagen bei, auch dass am Rhein, in Düsseldorf, in Köln, dass dort eben der Frühkapitalismus aufblühte. Das geht alles auf Napoleon zurück. Jedenfalls 1806 nochmal ein großer Krieg. Preußen und Österreich und Russland haben sich verbündet gegen Napoleon. Aber auch hier siegt Napoleon. Napoleon schlägt also Österreich, schlägt Preußen, schlägt Russland. Er ist nicht zu stoppen, sein Siegeszug ist nicht aufzuhalten. Der Siegeszug der Vernunft
jetzt nicht mehr im Gewande der Revolution, aber im Gewande der Republik Frankreich, ist unaufhaltsam. Und 1808 ruft er den Fürstentag in Erfurt ein, das heißt, er versammelt alle Fürsten, die insbesondere in dem Gebiet des Rheins vollkommen von ihm abhängig waren, aber auch Preußen, Österreich, alle die waren beiden deutschen Staaten waren auch von ihm abhängig. Also es versammelte sich alles 1808 beim Fürstentag in Erfurt, um ihm zu huldigen, und er ging dorthin, um die Huldigung dann entgegenzunehmen. Also er hat Europa sozusagen in einem Siegessturm erobert und alle Fürsten mussten auf die Knie vor ihm, und er war der große Held. Held auch durchaus der Bevölkerung, denn dieses verstaubte, alte, absolutistische, die alte, verstaubte, absolutistische Herrschaftsstruktur ging natürlich den Leuten wahnsinnig auf die Nerven. Nichts bewegte sich. Dieses Heilige Römische Reich war ein verkrusteter, veralteter Apparat, der nur ganz langsam knirschend und mit großem Ächzen am Laufen gehalten wurde. Talleyrand, der Außenminister von Frankreich, sagte, am Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation ist nichts heilig, nichts römisch und auch nichts deutsch. Also er hat es ziemlich auf den Punkt gebracht, also mit dieser altehrwürdigen Institution war nicht mehr viel los, und das beseitigte alles eben Napoleon. So war von diesen Bürgern, gerade auch von den gebildeten Bürgern, auch Goethe zum Beispiel begeistert von Napoleon. Er traf sich mit ihm an diesem Fürstentag in Erfurt, wo alle Napoleon huldigten. Und hier halte ich euch mal ein Bild in die Kamera. So, hier sieht man den Dichterfürst, wie er mit dem sitzenden Napoleon spricht. Napoleon selber war ein Freund der Literatur von Goethe. Er hatte den jungen, die Leiden des jungen Werther gelesen, ein Buch, damals ein Kassenschlager von Goethe. Das hatte er mit Interesse gelesen und sich daran erfreut. Und nun ergab sich eben die Gelegenheit in Erfurt, dass Goethe und er sich trafen. Goethe, Anhänger, ja, der Aufklärung, der Vernunft, natürlich. In der Literatur und Philosophie war der Gedanke der Vernunft etwas verpackt in eine Rückbesinnung und Wiederentdeckung der klassischen Ideale des alten Griechenlands und der alten Römer. Deswegen nennt man diese Epoche, die sozusagen auf der Vernunft beruhend Kunst geschaffen hat, die Klassik. Also man besinnt sich oder geht zurück auf die Schönheitsideale der Griechen und Römer. Ihr seht immer, wenn ihr durch eine Stadt lauft, und ihr seht tempelartige Gebäude mit Säulen, mit diesem dreieckigen Oberbau, der da drüber steht, und wo man dann durch die Säulenhalle ins Gebäude reingehen kann. Das ist alles, sind alles immer Monumente der Klassik, zumindest auch dieser Epoche danach empfunden. Also man versucht eben, den griechischen Stil nachzuahmen, den römischen Stil nachzuahmen. Und das ist die Epoche der Klassik, auf der Vernunft basieren. Und zu dieser Epoche gehört eben auch dann Goethe. Ich kann euch mal ein Bild in die Kamera halten, wie man damals sozusagen diesen klassischen Gedanken, dieses Berufen auf Griechenland und Rom künstlerisch darstellte, zeigen. Und zwar in einem Bild von Angelika Kaufmann. Das Bild heißt Cornelia, die Mutter der Gracchen. Die Gracchen waren, naja, Sozialreformer im alten Rom. Die versuchten, die Landfrage zu lösen. Ich hatte euch in den Rom-Videos ein bisschen was zu dem Problem der Landverteilung, des ständigen römischen Problems der Landverteilung erzählt. Und das Bild
beruht sozusagen auf einer Sage. Eine junge Frau zeigt einer anderen ihre Schätze, bestehend aus Diamanten und Perlenketten. Und die andere Frau, der diese Schätze gezeigt werden, die holt dann sozusagen ihre Schätze heran. Und das sind eben die beiden Brüder Gracchus, die eben diese Landreform, diese Reform der römischen Verfassung versucht haben und dabei dann aber tragisch scheiterten, aber trotzdem als große Helden in die Geschichte eingegangen sind. Ich zeige euch das mal, ich halte dich mal in die Kamera. Hier sieht man, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, wie rechts die Dame ihre Perlen zeigt, während links Cornelia ihre beiden Söhne vorzeigt. Der eine Sohn hat den anderen, der ältere den jüngeren, an der Hand und sie führen sie heran. Und das hat nun aber natürlich auch, wenn es jetzt hier sozusagen eine Szene mit zwei Frauen und wobei eine stolz ihre Kinder präsentiert, zeigt, nichts zu tun mit irgendwelcher Rollenbeschränkung der Frau auf Herd und Familie. Also ganz im Gegenteil, dieses Bild zeigt eine selbstbewusste junge Frau, die ihre Aufgabe im Heranziehen von Bürgern, von aktiven, verantwortungsvollen und vernünftigen Bürgern sieht. Also da ist nichts mit Heimchen am Herd und Beschränkung der Rolle der Frau auf die Familie. Ganz im Gegenteil. Also das war so ein Bild, sehr eben mit Rückbezug auf die Römische Republik von der Angelika Kaufmann. Sie selber, allein schon aus ihrer Biografie, hätte sie nie ein Ideal gehabt, einer unselbstständigen Frau, die sozusagen an den Rock, am Hemdzipfel ihres Mannes klebt. Denn sie selber wurde dann, war Tochter eines Malers, war Freundin von Goethe auch und 1767 hat sie sogar Aufnahme in die englische Royal Academy gefunden. Das heißt also, sie hat eine ungeheure Karriere gemacht als Künstlerin und hat sich sicherlich nicht auch in ihrem privaten Leben von irgendwelchen Männern am Halsband durchs Leben führen lassen. Eine sehr interessante Frau, sie lebte von 1741 bis 1807, gestorben ist sie dann schlussendlich in Rom. Gut, das war also eine Freundin von Goethe und dieses auf der Vernunft basierende Verständnis des Menschen und seiner Rolle kommt am besten in einem Gedicht meines Erachtens zum Ausdruck von Goethe, Prometheus. Ich spiele euch mal hier eine Aufnahme vor. Ich habe es euch in die Playlist auch gestellt. Hört euch mal in Ruhe den Text an. Das ist schon ein sehr bedeutsames Gedicht. Und vor allem der Interpret, der es raushaut, also der haut das Gedicht nun wirklich mal richtig raus. Bedeckt in einem Himmel Zeus mit Wolken uns, und die Liebe dem Knaben gleich der Distel köpft an einzelnen Kopernis hin. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Blut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eurer Majestät und dachtet, wer nicht Kinder und Bettler, hoffnungsvolle Toren. Wären nicht Kinder und Bettler, hoffnungsvolle Toren. Also hier wird das Idealbild eines vernünftigen Menschen dargestellt, der sein Schicksal in beide Hände nimmt und nicht mehr angewiesen ist auf die Götter, ja im Gegenteil, auf den hart erarbeiteten und bescheidenen Besitz, den einem tatkräftigen, vernünftigen Menschen niemand wegnehmen kann. Auf diesen bescheidenen Besitz sind sogar noch die Götter neidisch, die selbst zwar vielleicht durch die Berge mit Donnergrollen und Blitzen durchtoben können, aber das eigenständige Erschaffen, das eigenständige Wesen des Menschen können sie eben dann doch nie erreichen, wenn denn der Mensch sich seiner Vernunft bedient und sozusagen eigenständig, eigenverantwortlich durchs Leben geht.
Das ist also der gute alte Goethe und die Klassik. Und die war eben auch durchaus begeistert von Napoleon. Napoleon hatte, wie gesagt, eben die Idee der Revolution aufgenommen, die Vernunft gebracht, brachte einen frischen Wind in die verstaubten absolutistischen Grafenhöfe, Abteien und ach, was es da alles noch aus dem Mittelalter so rum so gab in Deutschland. Und das führte natürlich zu Applaus für Napoleon, als er dann da am Fürstentag in Erfurt auftauchte. Aber ab 1808 wurde Napoleon auch despotischer. Er führte zum Beispiel die Zensur wieder ein. Dann hat er einen neuen Adel eingeführt. Das heißt also, er hat selber Leute in den Adelstand erhoben, also sozusagen die Gleichheit der Bürger aufgehoben und manche eben herausgehoben und dort dann von seinen Gnaden den Adelstitel an diese Bürger verteilt. Passt natürlich überhaupt nicht mit den Idealen der Französischen Revolution zusammen. Und der alte Adel, der kroch tatsächlich noch aus den umliegenden Ländern, wieder aus den Schlupflöchern und gelangte auch tatsächlich in dem napoleonischen Frankreich wieder in gewissem Umfang zu Amt und Würden. Also Napoleon vermasselt die Errungenschaften der Französischen Revolution, so kann man sagen. Es war für ihn natürlich auch sehr schwierig. Er wurde von den anderen Fürsten rund um Frankreich herum, auch von England, als Emporkömmlichen angesehen. Und den Makel, den die Französische Revolution immer an sich hatte, nämlich einen König geköpft zu haben, einen heiligen König geköpft zu haben aus Sicht der umliegenden Staaten, Oberhäuptern dieser Staaten, diesen Makel, der übertrug sich natürlich auch auf Napoleon. Und insofern musste er natürlich jetzt nun auch ein Gegengewicht bilden und seine Macht legitimieren, indem er einfach Leute belohnte, die von ihm abhängig waren. Und da sind natürlich Ehrenbekundungen einschließlich Geld und Macht natürlich die besten Mittel. Und der Adel mit seiner Ruhmsucht und seinen Einnahmen aus den Grundstücken und Äckern und Gebieten, das ist natürlich genau das, was dann eine Macht stabilisieren kann. Wenn alle dankbar Napoleon gegenüber sein müssen, dann ist das eben eine Sicherung seiner Macht. Jedenfalls ab 1808 kam es dann in Spanien zu einer Volkserhebung. Auch in Spanien ist Napoleon natürlich einmarschiert und es kam da zu einem Volkskrieg. Guerilla, der kleine Krieg, Guerra, ich weiß nicht, wie man es genau auf Spanisch ausspricht, Guerra und dann Ilha, die Verkleinerung, wie das Chen im Schwäbischen, Häuschen und das ist eben der kleine Krieg, Guerilla. Und da kam es natürlich auch zu fürchterlichen und entsetzlichen Vorfällen. Ich habe euch hier mal ein sehr, sehr bekanntes Bild mitgebracht. Das ist Goya. Goya, ein großer, ganz großer spanischer Maler. Und der schildert aus dem Krieg, in dem Guerillakrieg in Spanien, diese Szene hier bildlich. Soldaten, französische Soldaten rechts, sehr geordnet, wie eine Wand dastehend, schießen oder füsilieren, also erschießen standrechtlich eine Gruppe von Freiheitskämpfern, einen zusammengewürfelten Haufen. Und an der Malweise, da sieht man schon, warum der Goya so berühmt ist. Jetzt haltet euch nochmal vor Augen das Bild von der Angelika Kaufmann mit dieser strengen klassizistischen Aufteilung. Alles geordnet, gesittet, sozusagen moral erhebend, vernünftig. Und hier haben wir nun ein Bild, ein wildes Bild des Goya. Fast comicartig ist es gezeichnet. Also deswegen, also Goya war da seiner Zeit schon sehr, sehr voraus. Und deswegen ist Goya eben auch so ein berühmter spanischer Maler. Nun gut, also auch unter diesem Aspekt gibt es
bedeutende Bilder aus dem Freiheitskampf gegen die Franzosen in Spanien. Jedenfalls tobt der Krieg der Guerilla, der kleine Krieg, der Guerillakrieg tobt in Spanien, und 1809 kommt es nochmal zu einem Krieg zwischen Österreich und Napoleon. Preußen schließt sich diesem Krieg nun nicht mehr an, aber wieder gewinnt natürlich Napoleon. Napoleon ist einfach unschlagbar. Und der Einzige, der sozusagen jetzt noch auf dem Kontinent übrig geblieben ist, ist Russland. Napoleon hatte eine Kontinentalsperre verhängt, das heißt also, mit England, dem Land, das er einfach nicht besiegen konnte, weil es hinter dem Kanal lag, hinter dem Ärmelkanal, und die französische Flotte zu stark war, um ein Übersetzen über den Kanal, über den Ärmelkanal zu wagen. Dieses Land, das er also nicht besiegen konnte, versuchte er auszuhungern, indem er die ganzen europäischen Fürsten, einschließlich des russischen Fürsten, versuchte oder zwang, den Handel mit England einzustellen. Die einzige Lücke in diesem System war noch Portugal, und dort kämpfte eben dann auch England, um diese Lücke in dieser Sperre aufrechtzuerhalten, unter dem General Wellington zusammen mit den spanischen und portugiesischen Aufständischen. Und eben Russland, das sich zwar mündlich zugesichert hatte, die Kontinentalsperre mitzumachen und die Sperre aufrechtzuerhalten, aber unter der Hand natürlich war das sehr löchrig, was da in Russland als Kontinentalsperre an Napoleon verkauft wurde. Deswegen zog Napoleon dann in den Krieg gegen Russland, um Russland, den letzten auf dem Kontinent verbleibenden Nationalstaat, vollends unter seine Knute zu kriegen, um England sozusagen auszuhungern. Es kam 1812 zum Krieg mit Russland, der ging katastrophal aus, Brand von Moskau, Rückmarsch, Erfrierung der gesamten russischen Armee, Preußen und österreichische Korps mussten mithelfen, also es war eine riesige Armee aus 450.000 Mann allein französischer Soldaten, und von diesen sind dann 1812 nur noch 18.000 in Wilna angekommen, auf dem Rückmarsch von Moskau. Die Russen hatten sich einfach ins Land zurückgezogen, stellten sich nur einmal in einer großen Schlacht zum Kampf, die unentschieden ausging, und so gesehen weigerte sich einfach Russland, dieses riesige Land, die Niederlage anzuerkennen, und Napoleon, dem sozusagen der Frieden nicht angeboten wurde, stand bedeppert in der Weite Russlands und wusste nicht, was er machen sollte, und trat dann den Rückzug an, der dann durch den Winter und die Taktik der Russen zu einem Albtraum für die französische Armee wurde. Wie gesagt, sie wurden auch die Franzosen durch ein preußisches Korps begleitet, Jörg von Wartenbergburg führte dieses Korps, und er schloss separat, ohne seinen König zu befragen oder von ihm die Zustimmung einzuholen, Frieden mit Russland. Das nennt man die Konvention von Tauroggen, das ist eine ostpreußische Stadt. Und da macht im Grunde genommen dieser General eine Befehlsverweigerung und schloss Frieden mit den herankommenden Russen und setzte sich von der französischen Armee dann ab. Die Österreicher, die in diesem Krieg die rechte Flanke der französischen Armee decken sollten und nicht recht zum Einsatz kamen, weil sie auch keine Lust hatten, für die Sache Frankreichs nun da in Russland ihr Leben zu lassen, die zogen sich dann wieder Richtung Österreich zurück. Aber Napoleon war natürlich jetzt in einer Bredouille. Er verließ die russische Armee auf ihrem Rückzug, schickte noch zurück eine Depesche, sozusagen voraus, vor seiner Rückkehr. Der Kaiser von Frankreich fühlt sich sehr gut und ist wohl auf. Das hat man ihm zum Vorwurf gemacht. Also sozusagen nebenan verhungert seine Armee, und er schickt nach Paris eine Depesche zurück, dass es ihm bombig geht. Aber ein Kaiser muss ja natürlich auch, oder ein König muss natürlich immer sozusagen verlautbaren, dass er noch da ist, dass er präsent ist, dass alles in Ordnung ist, weil jederzeit gerade eben auch im napoleonischen Herrschaftsbereich
hinter dem Rücken des Kaisers da Aufstände und Putsche aufflammen konnten. Also insofern ist es ihm eigentlich nicht vorzuwerfen. Der König Friedrich Wilhelm III. Zögert. Also das war insgesamt ein zögerlicher preußischer Herrscher. Was soll er nun machen? Napoleon hat jetzt zwar eine Schlappe in Russland erlitten, aber Preußen hatte ständig gegen Napoleon Kriege verloren. Sollte er es jetzt wagen, wann sollte er es wagen, nun sich von Napoleon loszusagen? Und wer würde ihm den Rücken stärken? Die Russen in jedem Fall, aber wie verhalten sich die Österreicher? Also er war sehr, sehr zögerlich, auch von seinem Naturell her. Er war kein tatkräftiger Herrscher. Seine Frau war das eher, Königin Luise, aber er war eben ein bisschen zögerlich. Und ganz viele Gruppen in Preußen versuchten, ihn zu drängen. Nun mach was gegen Napoleon. Denn die Stimmung war nun tatsächlich antinapoleonisch geworden. Die Sache mit der Kaiserkrönung, wo sich der Napoleon zum Kaiser hat krönen lassen, die Sache mit der Verwaltung unter französischer Herrschaft von deutschen Gebieten, die nicht so recht klappte oder wo sich die Leute bevormundet fühlten. Also insgesamt war eine antinapoleonische Stimmung, und die bislang noch in Napoleon den Verkörperer des Vernunftgedanken sahen, Goethe zum Beispiel, die kehrten auch immer mehr Napoleon den Rücken, also weil der eben auch wirklich absolutistisch geworden war. Also insofern war eben die Zeit auch reif, dass in Preußen was passierte. Und tatsächlich im März 1813 kommt der König von Preußen langsam zu Potte und er stiftet eine Ehrenmedaille, das Eiserne Kreuz, was erstmals ein Orden war, der für alle Dienstränge in der Armee zugänglich war, und er ließ einen Aufruf an mein Volk. Es war sehr erstaunlich, dass der Herrscher, der sozusagen von Gottes Gnaden eingesetzt war, sich dann an sein Volk wandte, direkt wandte und nicht einfach sagte, ich, Friedrich Wilhelm III., erlasse hiermit folgenden Befehl, alle meine Untertanen haben das und das zu tun. Nein, er schrieb einen emotionalen Aufruf an sein Volk, und appellierte sozusagen an die patriotischen Gefühle der preußischen Bürger. Das war natürlich ein völlig neuer Gedanke. Auch die Juden durften in der Armee nun erstmals Dienst leisten. Das war also ein sehr bedeutsamer Fortschritt für die Emanzipation der Juden und für die Gleichstellung der Juden. Und weil die preußische Armee bestand ja nur noch aus diesem einen Korps, das sich da sozusagen erlaubniswidrig von den Franzosen gelöst und sich den Russen zugewandt hatte, arg viel mehr Armee gab es nicht. Also was macht man? Da erlaubte nun der König von Preußen, dass freiwillige Jäger und Freikorps aufgestellt werden dürfen. Das waren Freiwilligenverbände, schlecht ausgebildet und in der Kampfkraft auch eher schlecht. Aber eben, es waren junge Männer, begeisterte Männer, und das war das Einzige, was Preußen hatte. Die professionelle Armee war viel zu klein. Und eines dieser Freikorps war das Lützowsche Freikorps, welches für Mitglieder aus allen deutschen Staaten zugänglich war. Das heißt also, es war ein preußisches Freikorps, und es konnten nicht nur preußische Bürger daran teilnehmen und zu den Waffen greifen in diesem Freikorps, sondern eben auch Sachsen, Württemberger, Badener, also alle die nicht Preußen waren. Alle, die sozusagen gegen Napoleon waren, aus diesen Ländern mussten auch letztlich nach Preußen sozusagen gehen, um Krieg zu führen, denn
Napoleon hatte solche Länder wie Württemberg und Bayern mit der Königswürde bestochen. Als Napoleon Deutschland neu ordnete, hat er gesagt, gut, ihr Bayern, ihr Württemberger, ihr wart treu zu mir und ihr werdet weiterhin treu bleiben, deswegen erhebe ich eure Herrscher zum König von Bayern, zum König von Württemberg, und die Badener erhebe ich, oder den Herrscher von Baden erhebe ich zum Großherzog. Die waren also alle bestochen sozusagen, so dass die Herrscher natürlich jetzt nicht die ersten waren, die Napoleon in den Rücken fallen würden. Und Bürger aus diesen Ländern, wo die Herrscher zögerlich waren, die konnten dann in Preußen eintreten, in dieses Freikorps Lützow. Dieses Freikorps war geprägt oder geht zurück auf die Initiative von Turnvater Jahn, Friedrich Ludwig Jahn, der diese Turnervereine gründete. Im Grunde genommen waren das so eine Art Wehrsportgruppe, kann man sagen, diese Turnervereine, und die wurden eben von diesem Jahn gegründet. Ihr findet es noch zum Beispiel in der zweiten Liga Jahn Regensburg. Das geht zurück auf Turnvater Jahn. Also Jahn Regensburg, so heißt die Zweitligamannschaft der Regensburger. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Bild von diesem Lützowschen Freikorps. Darauf geht nämlich die deutsche Flagge zurück. Und zwar hatten die eine schwarze Uniform. Schwarz war die einzige Farbe, mit der man leicht Kleidung färben konnte. Alles andere war sehr aufwendig. Deswegen tunkte man die Klamotten einfach in schwarze Farbe. Und damit hatte man dann sozusagen seine Uniform sich selbst gebastelt. Und die Litzen, das heißt also hier so die am Rand, dort wo verschiedene Stoffteile aufeinander trafen, diese waren rot abgesetzt und gold waren die Knöpfe auf der Uniformjacke. Und hier halte ich euch mal ein Bild in die Kamera. Da sieht man das eigentlich ganz gut. Oben am Kragenspiegel sieht man, wie das rot abgesetzt ist. Man sieht die goldenen Knöpfe und eben das schwarze Tuch des Uniformrockes. Und aus diesem Schwarz-Rot-Gold entspringt die deutsche Nationalfahne. Gut. Es gab bereits vorher auch Freikorps, zum Beispiel die Schwarze Schar. Emigranten aus dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel sammelten sich dort in dieser Schwarzen Schar, denn im Zuge der Neuordnung durch Napoleon von Deutschland wurde das Herzogtum Braunschweig einfach aufgelöst und der Herzog emigrierte sozusagen, und mit ihm gingen einige, wie soll ich sagen, Braunschweig-treue Bürger und Soldaten, und die bildeten die Schwarze Schar. Die Schwarze Schar wanderte sozusagen aus nach, oder England nahm sie auf, rüstete sie dann auch weiter aus und schickte sie zum Beispiel in den Spanischen Krieg unter Wellington. Da kämpfte die Schwarze Schar und sogar später dann 1815 bei Waterloo waren die Braunschweiger auch wieder mit dabei als Gegner von Napoleon. Weiterhin gab es eine dritte Gruppe, freiwillige Jäger. Das waren nun noch lockerere Armeeteile. Diese freiwilligen Jäger, die durften ihre Offiziere selber wählen. Sie nahmen auch ohne Probleme Juden auf, als Mitkämpfer. Und sie wurden auch, anders als selbst die Freikorps, vereidigt auf das Vaterland und nicht mehr auf den König oder den Herrscher. Also das war schon eine tolle Sache mit den freiwilligen Jägern. Und die freiwilligen Jäger setzten sich tatsächlich aus allen Bevölkerungsgruppen Deutschlands zusammen. Also es waren 15% Knechte und Tagelöhner, 41% waren Handwerker, 16% waren Bauern, 12% waren Gebildete, 5% waren Studis. Diese 5% hört sich nach wenig an, aber verglichen mit den gesamten preußischen Studenten waren es immerhin 20% aller preußischen Studenten waren
bei den Freiwilligen Jägern. Insgesamt geht man davon aus, dass 50% aller deutschen Studenten Teil entweder der Freiwilligen Jäger oder der Freikorps waren. Zu nennen sind auch die Hanseatische Legion. Auch die Hanseaten, also Hamburg, stellte ein Freikorps und dann gab es einen Banner der Freiwilligen Sachsen. Sachsen hielt fast bis zum Schluss zu Napoleon. Auch die bildeten sozusagen eine eigenständige Truppe. Aber wie gesagt, die Kampfkraft war eher gering. Ich habe euch einen Marsch der Freiwilligen Jäger in die Playlist gestellt. Den habt ihr sicherlich schon mal gehört. Es sind zwei Versionen. Die eine ist aus einem Faschingsumzug und der andere in Russland. Wie es immer so ist, man streitet sich um die Herkunft. Die Russen sagen, der Jägermarsch sei von ihnen erfunden, komponiert worden und dann sozusagen mit den russischen Soldaten, die in den Befreiungskriegen nach Deutschland strömten, in den Armeen mitgebracht worden, und die deutschen Freiwilligen Jäger hätten dann diesen Marsch übernommen. Sei es wie es will, ich habe euch einen russischen Marsch reingestellt und einen deutschen Marsch, und da könnt ihr euch mal anhören, wie da geht, der Marsch der Jäger. Nun, ihr merkt, es war eine sehr begeisterte Bewegung, die dagegen Napoleon antrat. Und Hintergrund dieser Bewegung bildete eine Geistesströmung. Denn im Grunde genommen, auch wenn Napoleon sich nach 1808 immer mehr zu einem Tyrannen entwickelte und Machtbefugnisse an sich riss und zu alten, eigentlich mal bekämpften Handhabungen wieder zurückkehrte und sich da im Grunde genommen ja auch noch zum Kaiser krönen ließ, also war schon ein starker Schlag für die Republik und für die Vernunft und für die Idee der Gleichheit und der Brüderlichkeit. Aber das alleine hat nicht ausmachen können, denn schließlich bildeten die Errungenschaften der Französischen Revolution eine gute Grundlage auch für die vielen deutschen Staaten. Und da hätte es eigentlich nicht, oder wäre eigentlich nicht damit zu rechnen gewesen, dass die Bürger dann so unzufrieden sind, so aufgebracht, dass sie dann tatsächlich diese Freikorps und Freiwilligen Jägertruppen dann bilden und anfangen zu kämpfen, ohne rechte Ausbildung und unter hohem Einsatz oder hohem Risiko für ihr Leben. Aber die Stimmung war auch eben danach, und zwar ist die Stimmung der Romantik. Ich möchte euch mal ein Bild in die Kamera halten, Georg Friedrich Kesting, ein ganz, ganz berühmtes Bild, das mit dieser Zeit der Befreiungskriege in Verbindung gebracht wird und auch mit der Geistesströmung der Romantik. Und zwar heißt das Auf Vorposten. Und zwar zeigt es beim Lützowschen Chor die Dichter Theodor Körner und Heinrich Hartmann sowie Friedrich Friesen, auch einer der Mitbegründer des Deutschen Turnerbundes. Und die sind mit ihrer schwarzen Kleidung abgebildet, wie sie Wache halten im Wald. Das ist dieses Bild hier. Und das sind sozusagen die coolsten aller Typen ihrer Zeit. Sie tragen eine schwarze Uniform, wie diese Freikorps eben dann so trugen, und sie tragen ein komisches Barett, das so dachte man, so stellte man sich vor, dass man im Mittelalter am Kopfbedeckung getragen hat. Die lagern da im Wald, die Sonne scheint noch so ein bisschen untergehend, oder es ist morgens, man weiß es nicht, scheint noch so ein bisschen durch, sie rauchen Pfeife, haben schicke Bärte, sind also lässig, der eine liegt, der andere sitzt, der dritte lehnt also wirklich in Cowboy-Pose am Stamm und das Ganze sind Eichenbäume, wenn ich es richtig erkenne. Also sehr, sehr coole Typen. Also das war das Coolste, was die Zeit aufzubringen hatte damals. Denn das ist sozusagen das Idealbild der Romantik. Die Romantiker hatten die Schnauze voll
von dieser Verehrung für die Antike, immer diese ollen alten Geschichten und dann diese grauenhafte Vernunft. Ich hatte euch ja die Gedankenmaschine von Kant präsentiert, das ist ja schon alles äußerst anstrengend. Und dann kommen noch die alten Römer und die alten Griechen noch mit oben drauf. Und das bildet dann die Klassik. Also das kann einem schon auf die Nerven gehen. Und das griffen die, so als Gedanken, griffen das die Romantiker dann eben auf, zusammen mit dem Gefühl eines Defizits. Deutschland war eben zersplittert in die verschiedenen Grafschaften, Klösterherrschaften, Königtümer, ach, was es da alles gab. Also die Karte von Deutschland, das war also wirklich ein einziger Flickenteppich. Und auch die große Umgestaltung von Napoleon hat letztlich nicht so wahnsinnig viel geändert. Man sah, England war zur Nation geworden, Frankreich war zur Nation geworden. Also die großen Vorbilder schafften es, alle eine Nation zu bilden, nur Deutschland verharrte sozusagen in diesem ja quasi mittelalterlichen Status von kleinen lächerlichen Fürstentümern, die eben sozusagen die Probleme ihrer Zeit auch nicht mehr lösen konnten. Man traute es ihnen zumindest nicht zu. Und deswegen war diese Geistesströmung so ein bisschen in völliger Abkehr zu diesem Vernunftideal und zu dieser Klassik, zu dieser Ausgewogenheit, zu diesem Abwägen, zu diesem Einordnen, zu diesem sehr vernünftigen Herangehen an die Angelegenheit. Nein, jetzt sollte es wild sein. Man entdeckte Sagen und die Mythenwelt des Mittelalters plötzlich wieder. Gefühle, Leidenschaft, Individualität, Genie, das sind alles so Begriffe, die im Gegensatz eben gebracht wurden zur Vernunft und Rationalität eines Kants oder der klassischen oder der Hinwendung zum alten Griechen und den Römern als Ideal für ein ausgewogenes Leben bei Goethe. Das alles wurde sozusagen negiert durch ein Anerkennen von Leidenschaft und Emotion. Zum Beispiel fällt in diese Zeit eben auch die Sammlung der Brüder Grimm. Und hier halte ich euch mal ein Bild in die Kamera. So sahen die Brüder Grimm aus. Und witzigerweise hat das Bild auch noch gemalt. Ich glaube, es ist ein Stich, das Bild gestochen. Ein Bruder der beiden Grimm-Brüder, also eine Familie mit sehr vielen talentierten Zöglingen. Das sind die Brüder Grimm und die haben gesammelt Volksmärchen und alte Lieder. Die Hinwendung zurück in die Geschichte, zum Mittelalter, zu Sagen und Märchen, Mythen und unwahrscheinlichen Schauergeschichten. Das war eben genau der Zug der Zeit. Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm. Das ist jetzt hier das Bild Abfotografie einer Erstausgabe von 1812. Und das ist Weltdokumentenerbe der UNESCO. Das ist also das Buch der Brüder Grimm. Gut, Grimms Märchen erschienen 1812, ich glaube kurz danach, das Liederbuch des Knaben Wunderhorn. Dort wurden eben alte Lieder gesammelt, die kennt ihr alle, die gehen alle zurück auf Grimm, auf die Brüder Grimm und ihre Sammlung. Also das Gemüt, das Gefühl, die Empfindung, das wurde völlig aufgewertet in der Romantik. Und dazu wurde dann rangetackert sozusagen der Gedanke, wir müssen eine eigene Nation haben, wie alle anderen um uns auch. Und das mit dieser Kleinstaaterei muss endlich mal aufhören. Und als drittes kam dann noch dazu, als sozusagen Ausdruck des Ganzen, als Klammer, die Natur, der Wald, der Nebel, das Geheimnisvolle, das Unergründbare, das verkörperte alles nach Ansicht der Romantiker die Natur. Ich halte euch hier auch mal ein Bild in die Kamera, das kennt ihr hundertprozentig.
Wanderer im Nebelmeer heißt das. Wanderer über dem Nebelmeer, so ist es richtig. Caspar David Friedrich, so ist der, heißt der Maler. Und das Bild hängt in Hamburg in der Kunsthalle, glaube ich. Hier sieht man einen Mann, gedankenverloren, steht er auf der Spitze eines Berges. Die Täler sind gehüllt in Nebel und nur einzelne Bergspitzen ragen heraus. Das ist also der Inbegriff der Romantik, des Geheimnisvollen, des Unergründbaren, welches sich verkörpert durch die Erscheinung der Natur, eben den Wald und den Nebel. Ein weiteres Bild, fast schon direkt mit direktem Bezug auf die französische, napoleonische Herrschaft. Ich hoffe, das kann man erkennen. Hier sieht man, das Bild heißt Der Chasseur im Wald. Chasseur ist eben der französische Begriff für Jäger. Der Chasseur im Wald, auch von Caspar David Friedrich. Hier sieht man, wie ein Soldat, und zwar ein Berittener, der sein Pferd verloren hat, vor einer dunklen Wand des, Klammer auf, deutschen, Klammer zu, Waldes steht. Und er wird fast spöttisch von einem kleinen Raben beobachtet, der auf einem Baumsturm im Vordergrund sitzt. Der Jäger, also das ist eine rein persönliche Interpretation, keine Ahnung, der Jäger weiß nicht so recht, ob er sich reintrauen soll, ob er wegbleiben soll. Er droht sicherlich, wenn er reingeht, vom Gefahr vom Wald übermannt zu werden. Der ist wirklich, der dreut düster und stellt eine Wand dar, eine Wand des Geheimnisvollen, des Unergründlichen und des Gefährlichen. Also sozusagen auch die Romantik hier verkörpert in einem Wald, die Vernunft als zögerlicher Chasseur, als zögerlicher französischer Reiter vor diesem Wald. Die Grimms zum Beispiel waren der Meinung, dort, wo der Wald am dichtesten ist in Deutschland, dort hätten sich die Sagen am längsten gehalten. Und auch hier sieht man wieder so eine Waldüberhöhung, die mit der Romantik verbunden waren. Im Hinblick auf die Dichtung ist ein Dichter zu nennen, Ernst Moritz Arndt, 1796 bis 1860, der ist auch im Bereich der Dichtung, ähnlich wie Caspar David Friedrich im Bereich der Malerei, ist dieser Ernst Moritz Arndt in gewisser Weise ein Sinnbild geworden. Der war 1800 Professor in Greifswald für Geschichte und Philosophie und der setzte sich sehr für die Bauern ein und für die Leibeigenen und kämpfte gegen die Leibeigenschaft an. Musste nach der Schlacht von Jena und Auerstedt, also wo die Preußen unterlagen, gegen Napoleon emigrieren nach Schweden, kehrte dann heimlich zurück, um dann nach Russland zu gehen, als Frankreich und Napoleon Russland angriffen, schlug er sich sozusagen auf die Seite der Russen und ging nach Russland. Und dieser Arndt, bei allem tapferen und noblen Einsatz für die armen Leibeigenen und Tagelöhner und Bauern, war leider eine Person, die den Nationalismus sozusagen auf, oder den Nationengedanken auf andere, auf Kosten anderer sozusagen umsetzen wollte. Ich lese euch mal vor, was der geschrieben hat. Und zwar geht es schon so ein bisschen in Rassismus hinein. Und er schrieb zum Beispiel, Augenblick, ich hab's gleich, immer wenn man es vorbereitet, so. Er schrieb zum Beispiel, erstlich ist jede zu häufige Mischung der Völker mit fremden Stoffen durchaus ein Verderben, das widerstreitende Triebe und Anlagen hervorbringt und die Eigentümlichkeit und Kraft des Charakters eines Volkes zerstört. Also das ist schon sehr rassistisch. Sicherlich, es waren andere Zeiten, klar, aber hier ist schon etwas Verderbliches angelegt. Und wenn das sozusagen genutzt wird, um
den Nationengedanken voranzubringen, ist es natürlich auch ein Gebrauch eines Mittels, das der guten Idee wenig würdig ist. Und insbesondere, hier ging es jetzt also im ersten Zitat eher um die Juden, im zweiten ging es gegen Frankreich. Er führt aus, wenn ich sage, ich hasse den französischen Leichtsinn, ich verschmähe die französische Zierlichkeit, mir missfällt die französische Geschwätzigkeit und Flatterhaftigkeit. So spreche ich vielleicht den Mangel aus, aber einen Mangel, der mir mit meinem ganzen Volke gemein ist. Ebenso kann ich sagen, ich hasse den englischen Übermut, die englische Sprödigkeit, die englische Abgeschlossenheit. Diese gehassten und verachteten und getadelten Eigenschaften sind an sich noch keine Laster. Sie hängen bei den Völkern, die sie tragen, vielleicht mit großen Tugenden zusammen, die mir und meinem Volke fehlen. Darum lasst uns die Franzosen nur recht frisch hassen, lasst uns unsere Franzosen, die Entehrer und Verwüster unserer Kraft und Unschuld, nur noch frischer hassen, wo wir fühlen, dass sie unsere Tugend und Stärke verweichlichen und entnerven. Also das ist natürlich starker Tobak und hier mischt sich nun ein äußerst unangenehmer Zug in die Romantik rein, deren Grundansatz, also dass man mal auch ordentlich auf den Putz hauen muss und nicht immer ständig sozusagen den Kant unterm Arm haben darf, hier mischt sich in diesen durchaus verständlichen menschlichen Ansatz ein sehr unschöner Unterton hinein. Und keineswegs sind alle Romantiker so drauf wie hier der Arndt. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, die Juden wurden aufgenommen in die Freikorps und durften als Bürger Dienst tun an der Waffe. Alles kein Problem. Also es ist kein typisches, nein, es ist doch ein typisches Erscheinungsbild der Romantik, aber nicht alle Romantiker waren so wie er nun drauf und dachten so in Rasse begriffen und keine Vermischung von Rassen und hatten so einen finsteren Franzosenhass wie nun der Arndt. Zum Beispiel Friedrich Hölderlin. Ich habe euch ein Gedicht von Friedrich Hölderlin und einen Filmausschnitt reingebracht, der wird auch zur Romantik gezählt und der hat herzzerreißend schöne Gedichte geschrieben. Aber der wäre nie auf die Idee gekommen, sowas wie Rasse oder Franzosenhass für sich als Leitlinie zu nehmen. Also ganz im Gegenteil. Also er hatte sicherlich auch eher vielleicht noch ein bisschen Vorbehalte gegen die Romantik, die romantische Bewegung der Deutschen. Naja, gut. Also, so viel dazu. Dieses Gedicht von Arndt. Er führte noch eben auch einmal aus, ich werde mein ganzes Leben arbeiten, dass die Verachtung und der Hass auf dieses Volk die tiefsten Wurzeln schlägt, eben auf die Franzosen. Also, er schlägt also wirklich völlig über die Stränge, was letztlich dann auch heute dazu führte, dass 2018 die Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald umbenannt wird, in Universität Greifswald. Das geht auf eine Initiative von 2009 zurück. Die entscheidenden Professoren hatten das noch einmal abgelehnt, die Uni umzubenennen, aber jetzt hat sich doch eine Mehrheit dafür gefunden, die Uni umzubenennen. Und so ist sozusagen dem Arndt die Ehre der Namensträgerschaft für die Uni Greifswald entzogen worden. Ähnliches passiert gerade im Augenblick bei einigen Schulen, die den Namen von Ernst Moritz Arndt tragen. Sehr umstritten soll man die Leute, die man ehrt, eher nach den Zeitumständen beurteilen oder soll man sie mit heutigen Maßstäben beurteilen? Schwierige Frage, aber es sind natürlich schon Hämmer, die der Arndt da rausgehauen hat. Naja, gut, so viel dazu. 1813 treffen sich Metternich, der österreichische Außenminister, und Napoleon. Napoleon kam ja geschwächt aus, oder mit einer geschwächten Armee aus Russland zurück. Und man nahm natürlich Friedensverhandlungen auf. Wie sieht es denn aus? Wir wollen was ordnen. Können wir irgendwie zu einem Frieden kommen? Und da traf sich eben Napoleon mit Metternich, dem österreichischen Außenminister. Das ist Clemens Wenzel Lothar von Metternich, 1793 in Koblenz geboren, 1859 in Wien gestorben.
ein äußerst gerissener Diplomat und Staatsmann vom Schlage eines Talleyrand, des französischen Außenministers. Also da haben sich zwei wirklich getroffen in diesen beiden Personen, die nur ausgerichtet waren an Machtinteressen der jeweiligen Staaten. Also das waren nun ganz gewiss keine Romantiker, diese beiden Staatsmänner, Talleyrand und Metternich. Nein, jedenfalls trifft sich Metternich mit Napoleon und dann kommt es zu einem überlieferten Gespräch. Napoleon sagt zu Metternich: Sie wollen also Krieg, ich werde zu sterben wissen, aber ich trete keinen Handbreit Boden ab. Eure Herrscher, geboren auf den Thron, können sich 20 Mal schlagen lassen und doch immer wieder in ihre Residenzen zurückziehen. Das kann ich nicht, der Sohn des Glücks. Meine Herrschaft überdauert den Tag nicht, an dem ich aufgehört habe, stark und folglich gefürchtet zu sein. Also Napoleon sagt, meine Macht beruht eigentlich einzig darauf, dass ich Erfolg habe. Da ich auf nichts, wie soll ich sagen, einer heiligen Abkunft beruhe, damit umhängen sich eben die Herrscher, um ihre Herrschaft zu sichern. Die Habsburger in Österreich, die Hohenzollern in Preußen, die alle sagen, wir sind so alt, wir haben schon immer das Recht auf die Herrschaft. Und ich habe euch in der Französischen Revolution gezeigt, wie der französische Herrscher noch Hand auf Geschwüre legte, weil man glaubte, er könne diese Geschwüre heilen. Also auf all das konnte Napoleon nicht zählen, sondern für ihn war die einzige Legitimation für seine Herrschaft, dass er Glück hatte, Sohn des Glücks, und von Sieg zu Sieg eilte. Er konnte sich nie schlagen lassen, weil dann wäre er sofort seine Herrschaft los. Wir haben ja gesehen, die Österreicher und die Preußen, die wurden anstarrend und geschlagen, aber die Könige saßen weiterhin auf ihren Thronen. Naja, jedenfalls Sommer 1813 schließt sich Österreich auch an. Im Krieg gegen Frankreich, nun sind Preußen, Russland und Österreich vereint in der Wiederherstellung, aber eben mit Staatsmännern wie Metternich an der Spitze ging es nicht um die Herstellung einer deutschen Nation, wie es Wunsch vieler Bürger war, sondern um ein Gleichgewicht der Staaten. Keiner hatte zum Beispiel ein besonderes Interesse, Frankreich zu schwächen, weil es zu einer Instabilität führte. Im Herbst jedenfalls 1813 kam es zu einer großen Schlacht, Völkerschlacht bei Leipzig, 16. bis 19. Oktober. Und dort verloren 60.000 bis 70.000 Mann der Franzosen ihr Leben und 54.000 Soldaten der Alliierten. Die Sachsen wechselten während der Schlacht die Fronten und verließen die Franzosen, drehten sich also um, streckten die Bajonette in die andere Richtung und marschierten dann gegen ihre ehemaligen Kampfgenossen. Wellington war zwischenzeitlich in Spanien bis an die Pyrenäen herangekommen, also Napoleon hatte im Grunde keine Chance mehr. Blücher überquert dann den Rhein. Hier ist der Rheinübergang bei Kaub schön abgebildet. Hier, ich halte euch das mal in die Kamera auch wieder. Hier sieht man, Blücher streckt den Arm aus, zeigt über das kleine Schloss im Rhein bei Kaub. Da ziehen die Soldaten über den Rhein. Und was haben wir oben links in der Ecke? Eine alte Schlossruine, natürlich auch wieder ein Wahrzeichen für die Romantik. Also immer wenn es neblig wird, wenn ein Schloss auftaucht, wenn ein vom Blitzschlag zertrümmerte Eiche irgendwo auftaucht, wenn das Bild unklar ist, verschwommen und geheimnisvoll, alles immer Romantik. Gut, also Blücher überschreitet den Rhein und die Verbündeten marschieren auf Paris zu. Napoleon dankt ab. Er hat keine Soldaten mehr, nachdem er die Völkerschlacht bei Leipzig verloren hat, und wird nach Elba verbannt. Ludwig, der, wie viel ist es? 18. kommt auf den Thron. Wir kennen dieses Bild schon. Dem Vorgänger von ihm hatte man den Kopf abgehackt in der Französischen Revolution. Der Vorgänger saß ganz genau so da in einem März
nerzumfassten Mantel mit der französischen Lilie aufgestickt in Samtprunk. Füße ruhen auf einem kleinen Schemel. Also, blöder kann man nun auch einen Herrscher nun nicht mehr darstellen nach der Französischen Revolution. Nun gut, also den setzen sie wieder auf den Thron, eben ein Bourbone. Die alte Ordnung wird wieder hergestellt nach vielen, vielen Jahren Krieg, sind also die umliegenden Herrscher wieder im Sattel, auch sozusagen in Frankreich, weil sie da wieder ihren Kollegen eingesetzt haben, Ludwig den 18., den Bourbonen. Also alles Paletti. Es kommt zum Wiener Kongress, der wird kurz unterbrochen durch Napoleons Rückkehr aus Elba, Schlacht bei Waterloo, komme ich ein anderes Mal drauf. Napoleon wird dann nach St. Helena in den Atlantik verbannt. Dann ist endlich Ruhe und der Kongress kann wieder weitergehen. Ja, und wie endet nun letztlich die Geschichte? Die alten Herrschaft wird wieder eingeführt, aber nicht das Heilige Römische Reich wiederhergestellt. Also es ist nichts mit der Nation, ganz im Gegenteil. Die vorrevolutionären Verhältnisse werden wiederhergestellt, also nichts mit Demokratie und Freiheit, auch nicht in Deutschland. Solidarität der Fürsten ist das oberste Gebot. Also die Herrscher helfen sich gegenseitig, aber die Völker bleiben außen vor. Also Deutschland hat, seine Bevölkerung hat ein Blutopfer gebracht. Die jungen Männer sind mit Begeisterung in den Krieg gezogen, um die Schaffung auch einer deutschen Nation, und stehen sozusagen mit leeren Händen da, weil es letztlich wieder alles beim Alten bleibt und sich im Grunde genommen nichts Neues tut. Und eine ungeheure Frustration macht sich breit. Was kann man noch sozusagen mitnehmen in die Zukunft? Ein Antisemitismus, der sich da breit gemacht hat und verfestigt hat. Eine Naturverehrung. Der Wald, der so eine besondere Rolle spielte, spielt auch zum Beispiel bei den Grünen eine große Rolle, einer aktuellen tätigen Partei. Also im Grunde genommen nichts erreicht, alles offen und ungelöst und eigentlich eher negative Folgen, vielleicht auch gerade, weil letztlich die Versprechen der Romantik dann doch politisch nie eingelöst wurden. Und so versucht man auf andere, wie soll ich sagen, Nebenkriegsschauplätze auszuweichen. So, hallo, weiter geht's. Ja, was ist noch geblieben? Also, man hat nichts erreicht, keine Revolution, keine Republik, man hat keine Nation erreicht. Es ist eigentlich nichts geblieben von dem hohen Einsatz, den hier die Freiheitskämpfer gezahlt haben. Aber die Mittel eben zum Kampf bleiben oder wirken nach. Die Mittel eben des Franzosenhasses, des Antisemitismus. Und sichtbares Beispiel ist hier ein Bild aus der Schlacht bei Waterloo von Adolf Norton 1828 bis 1876. Es wurde dann sozusagen, solche Propagandabilder wurden da gemacht. Das ist in der Schlacht von Waterloo, wo die Preußen den Engländern zu Hilfe eilen und durch Plancenoit stürmen müssen, eines kleinen Dorfes an der Flanke der napoleonischen Armee bei Waterloo. Und da sieht man, wie die tapferen Preußen voranstürmen. Der Oberst schwenkt den Säbel, treibt seine Truppen an. Die Franzosen lauern hinter Mauern auf eine günstige Gelegenheit, aus dem Hinterhalt sozusagen anzugreifen. Oben vom Dach schießen sie herunter. Also verstohlen schauen sie aus den Mauerresten heraus auf eine günstige Gelegenheit, sozusagen in den Rücken der Preußen dann einen Stoßangriff zu führen. Sie schielen geradezu auf eine Gelegenheit. Das ist sozusagen die Folge der Überhöhung des
des Kampfs gegen Frankreich in Richtung einer Erniedrigung des Gegners. Denn eins ist immer ganz sicher, dass die Franzosen tapfer, sehr tapfer in allen Schlachten der Befreiungskriege gekämpft haben. Übrig geblieben sind neben solchen Propagandabildern auch, wie soll ich sagen, Propagandabauwerke. Hier, da war ich vor 3 Wochen, die Befreiungshalle an der Donau bei Kelheim. Die hat Ludwig der Erste deshalb, weil ihn ja Napoleon schließlich sozusagen auf den Königsthron von Bayern gesetzt hatte. Also Ludwig I. baute dann diese sogenannte Befreiungshalle auf einem Berg oberhalb der Donau. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Gebäude. Und in diesem Gebäude sind dann aufgereiht einzelne Statuen, die versinnbildlichen so außenrum, die versinnbildlichen die an den Befreiungskriegen beteiligten, ja, wie soll man sagen, Volksstämme. Hier ist es jetzt Schwaben, daneben ist Franken abgebildet. Und am Eingang prangt den deutschen Befreiungskämpfern Ludwig I., König von Bayern. So sieht der Eingang aus, dieses Monumentalbaus. Und wenn man dann hineingeht, dann sieht man aufgereiht eine Kette von Engeln. Das sind so 34 Stück. Das sind die Staaten, die auch nach den Befreiungskriegen in Deutschland, Österreich und in den angrenzenden Ländern übrig blieben und die am Befreiungskampf sozusagen teilgenommen haben. Also es geht hier nicht um Völkerschaften, wenn man draußen von den Überschriften am Eingang dann absieht, sondern es geht hier letztlich um die Staaten. Und diese Engel, die Staaten dann repräsentieren, die halten Gedenkplaketten inzwischen sich. Hier ist eine, Augenblick, so, jetzt geht's besser, Schlacht von Leipzig. Und hier haben wir eine Gedenkplakette für die Schlacht von Waterloo oder Belle Alliance, schöne Allianz. So wird im deutschen Sprachraum, wurde damals im deutschen Sprachraum die Schlacht eben genannt, Schlacht bei Belle Alliance. Es war, glaube ich, ein kleines Gehöft bei Waterloo, passt also eigentlich ganz gut zu dem vereinigten Sieg der Engländer und Franzosen gegen Napoleon. Nun gut, also solche Bauwerke bleiben dann erhalten und eben, wie soll ich sagen, so ein bisschen die vergiftete Erbschaft einer falsch verstandenen Romantik und einer falsch verstandenen Nation. Also was für den einen eben der Tempel der Vernunft ist, eben für den anderen der Wald der Empfindsamkeit, und beides kann fürchterlich über die Stränge schlagen. Gut, das war's. Ich musste jetzt leider noch ein bisschen mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ich musste diesen einen Nagel noch in den Sumpf der Geschichte hauen. Dann haben wir sehr viel schon erreicht. Wir haben Markt und Staat, wir haben die Vernunft, wir haben die Französische Revolution, wir haben die Befreiungskriege, wir haben die Romantik. Damit haben wir schon äußerst viel erreicht. Ihr werdet euch wundern, was wir jetzt mit diesen, wie soll ich sagen, Bruchstücken alles schon anfangen können, um die Vergangenheit und die Gegenwart wenigstens in etwas zu deuten. Also, wie versprochen, die nächsten Videos werden ganz sicher versprochen kürzer werden. Ich versuche wieder auf den Halbstundenrhythmus zu kommen. Also insofern bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für eure Geduld und verbleibe mit Wunsch, euch wiederzusehen. Bis dann, tschüss.